Hallo und willkommen zum ersten Master x Master Video nach dem offiziellen Release hier auf meinem wunderschönen YouTube-Kanal. Und ich grüße vor allem all die Leute, die von dem Guild News Kanal bzw. der Guild News Webseite hierhin gefunden haben. Ich werde mich jetzt auf dem Sputti-Kanal tatsächlich etwas intensiver mit Master x Master beschäftigen. Und zwar ganz, ganz ausführlich mit allen Punkten. Wir werden demnächst auch ein kleines Video mit den Tutorial-Missionen machen. Da erstelle ich mir dann gegebenenfalls einen zweiten Account für. Wir sprechen in Zukunft so ein bisschen über die Elemente, all das, was dazugehört. Wir starten allerdings jetzt mit einer PvE-Mission. Und zwar im Bereich Zeitkrümmung. Denn aktuell befinden sich in der Zeitkrümmung die Katakomben von Ascalon. Wir starten das Ganze im entspannten, normalen Modus und später in einem zweiten Video wechseln wir dann ins Extrem. Da schnappe ich mir dann vielleicht Moa und ein paar andere Leute und dann machen wir das mal. Als Belohnung gibt es unter anderem askalonische Tränen, die, glaube ich, eingetauscht werden müssen für Ridlock. Es gibt verfluchte Runen und Fragmente von Sonotin. Was ist sonst noch wichtig? Im Prinzip, den normalen Modus könntet ihr voraussichtlich alleine abschließen. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Und im Extremmodus, da steht es dann auch bei, sind 3 Spieler empfohlen. Ich würde sagen, ja, wir starten das Ganze dann auch mal alleine, starten unseren Einsatz. Ich bin ja jetzt schon in der glücklichen Position, Ridlock zu besitzen. Und würde sagen, dann nehmen wir entsprechend auch Ridlock mit rein in unsere Rotation. Das passt ja eigentlich soweit ganz gut. Und dann gucken wir mal, wie wir uns hier tatsächlich schlagen. Ich packe eins von den einfachen Feldverbanden ein. Die Mehrzahl von einem Feldverband sind 2 Feldverbände wahrscheinlich. Und wir gucken mal, was uns in dieser kleinen PvE-Instanz erwartet. Ich freue mich sehr darauf. Ich habe das, glaube ich, in der Beta einmal kurz angespielt. Weiß also ungefähr, wie es ausgesehen hat. Aber mich daran erinnern kann ich nicht. Guck mal, hier begegnen wir unserem Spiegelbild. Hallo, Ridlock. Was hast du Spannendes zu erzählen? Ich bin bereit. Ich bin deine Verstärkung, ja. Okay. Ich habe erst gehofft, dass das hier eine komplette Sprachausgabe hat. Das sieht allerdings nicht so aus. Das kennt ihr vielleicht noch aus Guild Wars 2. Wir haben ja jetzt hier wahrscheinlich einige Guild Wars 2 Zuschauer. Und da haben wir hier die Gräber, die wir mit F untersuchen können. Und ja, auch generell so optisch sollte euch das hier eigentlich sehr bekannt vorkommen. Denn das ist so ziemlich der Aufbau, den wir auch aus dem Story-Mode, meine ich, kennen. Im Explorable-Mode läuft man hier einfach durch. Da hat man in der Mitte diesen kleinen Gruftling. Ich vermute mal, dass wir hier alle Kammern untersuchen müssen. Deshalb werde ich das jetzt auch einfach mal machen. Möglichst natürlich so, dass die uns nicht treffen. Vielleicht reicht es aber auch nur, diesen Kommandanten hier zu besiegen. Der scheint ein bisschen mehr auszuhalten. Hoppla, jetzt habe ich mich selber überhitzt. Oh, das war nicht so ganz elegant von mir. Jetzt haben wir da oben noch einen Waldläufer, der mitspielen möchte. Und dass wir den auch sehr, sehr schnell ausschalten. Ja, jetzt können wir theoretisch weiter. Also das brauchten wir. Um dann fortschreiten zu können. Die Tür hier, soweit sieht das auch noch halbwegs normal aus. Also es wurde sich halt schon so ein bisschen am Original in Guild Wars 2 orientiert. Indem wir hier eben gegen die Geister kämpfen. Endgegner ist der böse Adelbären. Wir haben Ridlock an unserer Seite. Und wir können hier ein Gerät steuern. Ich denke mal, das sind die Fallen, die wir damit deaktivieren können. Hier in dem Raum. Auch das sollte euch so ungefähr, natürlich nicht komplett detailgetreu, aber vom groben Gefühl her bekannt vorkommen aus Guild Wars 2. Ich weiß nicht, was passiert. Jawohl, wir können unseren Verbündeten mit F dann tatsächlich auch retten. Das ist eine Kuppel, die reflektiert. Das hätte ich wahrscheinlich auch wissen müssen. Lass wir die jetzt hier mal schnell den Nahkampf ausschalten. Und zack, sehr schön. Und dann ziemlich zügig Ridlock Brimstone wiederbeleben. Ich hätte wahrscheinlich da vorne auch die askalonische Träne aufheben müssen. Sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas noch bringt. Ich werde nachher auch schauen, ob ich den entsprechenden Händler dann dazu finde, der mir die Materialien verkauft oder der mir
gegen askalonische Tränen etwas freischaltet. Vielleicht kriegt man da ja auch noch was anderes für als nur Ridlock Brimstone. So, hier kommen jetzt nochmal Gegner um die Ecke. Ich könnte mich mal eine Elite reinsetzen. Die benutze ich tatsächlich auf Tejin viel zu selten, weil sich Gegner im Normalfall auch bewegen. Und ich möchte, weil das ist ja so ein platzierbarer AOE-Effekt. Da ist dieses Bewegen nicht ganz so ideal. Wir haben hier Gargoyle-Köpfe. Auch das sollte euch bekannt vorkommen aus dem, unter anderem, dem Spinnenraum. Die hier einen so schön anvisieren und denen man dann wahrscheinlich ausweichen sollte, deren Felder. Ja, das ist eigentlich relativ simpel. Okay, knockbacken kann man sie nicht. Wer hätte das gedacht? Auch da haben wir ein bisschen originalgetreues, aber wie will man so ein Gargoyle auch großartig knockbacken? So, dann geht es hier den Gang hinunter und dann müsste, glaube ich, der erste... Kommt hier schon ein Zwischenboss? Mal schauen. Nee, hier sind tatsächlich nur Geister. Muss aber jetzt auch gestehen, dass ich seit Ewigkeiten nicht mehr den Story-Mode von Askalon gemacht habe. Ich weiß, dass da der Waldläufer-Boss mit dabei war, die beiden Liebenden und eben am Ende der gute Adelbären. Mal gucken, ob wir irgendwen davon hier wieder treffen. Hier sind auf jeden Fall nochmal Geister. Die nehmen wir mit. Gucken, dass wir uns diesmal mal nicht immer überhitzen. Soweit, so schön. Looten wir auch ganz schnell das Gold mit. Und dann sind wir am Ende dieser Ebenen angekommen. Und uns erwartet hier ein askalonischer Kommandant. Okay, schon mal nicht Leutnant Cola, aber ein askalonischer Kommandant. Okay, da habe ich wieder ein bisschen überhitzt. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Ridlock ist gerade wieder tot. Das scheint scheinbar auch Abzüge für mich zu geben, weil ich bin wieder runter auf Rang A. Dann werde ich das einfacher in Erinnerung, auf Rang S zu bleiben. Und vielleicht habe ich da bisher auch einfach nur Pech. So, dann porten wir uns hoch. Oder runter, je nachdem. Und dann geht es in den finalen Kampf hinein. Oder? Und vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir noch mal ein bisschen mehr zu sehen. Mal C aktivieren, um ein bisschen schneller zu laufen. Ah, nein, das sieht hier wie der Cola-Platz aus. Und das wird der Endkampf gegen den guten Adelbären. Er evadet noch. Die Bombe evadet auch noch. Okay, hier kriegen wir erstmal ein bisschen Story. Die Rache wird mein sein, der Tod erwartet euch. Okay, schon mal sehr, sehr praktisch, dass Ridlock uns hier tatsächlich aushilft. Aua, da hätte ich rausgehen können. So ein AOE-Effekt um ihn herum. Ich glaube auch, dass wir in etwa solche Effekte da hatten. Aua, ein bisschen auf mich Acht geben. So, aus den AOE-Feldern raus. Ja, komm, komm mit. Jetzt ist er weak. Aha. Muss man hinter die Säule, ne? Ja, das wäre gut gewesen wahrscheinlich. Das ist dann der Pull von Cola gewesen. Aua. Das war vielleicht keine gute Idee zu wechseln. Na. Ja. Mal so ein bisschen schauen, ob ich das hier überstehe. Wenn er nochmal pullt, wird das, glaube ich, hart. Ich habe mich jetzt selber hier noch überhitzt. Na, vielleicht war das zu optimistisch. Dem ausweichen und dann Adelbären den Rest geben. Zumindest haben wir die Phase gemeistert, wenn auch nur auf Stufe A. Mal gucken, dass wir sie dann demnächst auch ein bisschen schöner noch meistern. Das Ganze ein bisschen besser machen auf S und dann gibt es eben auch noch den Extremmodus, den wir mitnehmen können. So, wir wählen uns 4 Belohnungen aus. 4+1 und hab 2 Fragmente von Sonotin. Und wir gehen zurück zur Brücke. Und da bin ich jetzt eben noch nicht drauf vorbereitet. Es sind halt noch keine perfekten Guide-Videos, die wir hier machen. Das wäre vielleicht mal was in der Zukunft, wenn ich mich dann eben auch ein bisschen intensiver auseinandergesetzt habe mit dem Spiel. Ich suche gerade den Händler, bei dem man Währungen tauschen kann. Okay, du bist mein Lagerhändler. Du tauscht niedrige gegen höhere Sigille. Tausche Medaille nicht möglich, temporär, was? Befinden sich Gegenstände. Was ist mein Inventar voll?
Oh, mein Inventar ist voll. Okay, das ist gut zu wissen. Dann müssen wir vielleicht gleich wirklich mal zu so einem Lagerverwalter. Und wir lagern mal aus dem allgemeinen Bereich. Ich weiß, ich muss mal wirklich mich durchgucken, was ich das alles machen kann. Okay, das ist für einen besonderen Skin. Sol werden wir wahrscheinlich auch zwischendurch noch bekommen. Die Sonotin-Fragmente und die Tränen von Ascalon lagern wir mal ganz kurz ein. Aber gut, du bist ja trotzdem nicht der Währungstauscher, den ich gedacht hätte, dass du wärst. Materialtauscher. Ha! Master-Rekrutierung. Vielleicht ist das ja das, was wir suchen. Fragmente von Sonotin. Und kann dazu verwendet werden, um den Master Ridlock zu rekrutieren und seine Waffe zu verbessern. Okay, das kann ich mit Fragmenten von Sonotin machen. Was steht denn bei denen? Wie viel ich davon brauche? Zu finden, ja, das ist klar. Ich habe sie gerade eingelagert, ne? Mal gucken, ob wir irgendwie der Lagerverwalter mir was erklären kann. So, jetzt habe ich sie übertragen. Was kann ich jetzt mit ihnen machen? Ich kann den Gegenstand nicht verwenden. Okay, dann lagern wir sie erstmal wieder ein. Vielleicht schaue ich mal bei Master, wobei ich habe jetzt halt den Master Ridlock, aber ich kann hier zumindest mal auf die Waffe schauen und da sehe ich, okay, da brauche ich schon mal 15. Jetzt weiß ich nicht, wie es aussieht, wie viel man braucht, um Ridlock zu rekrutieren, aber das lässt sich sicherlich dann, oder das werdet ihr dann sicherlich entsprechend herausfinden. Es gibt verschiedene Champions, die genau, oder verschiedene Master, die genau so rekrutiert werden müssen, eben über diese Zeitkrümmung und über die Währungen, die man da bekommt. Und ja, in einem weiteren Video würde ich sagen, kümmern wir uns dann um ein kleines Minispiel und wie gesagt um die Katakomben von Ascalon dann im Extremmodus. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren, besucht gatenews.de und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video. Macht's gut!